Mal zeig, wie schön du die Treppe hochgehen kannst. Komm. Mit Anlauf. Ja, perfekt. Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In der letzten Folge habe ich euch ja die Werkstatt von meinem Großvater gezeigt und wir haben auch schon das Holz für das heutige Projekt geholt. Denn heute werden wir eine Tischplatte für meinen neuen Schreibtisch bauen, für mein neues Büro. Du hast mein neues Büro noch nicht gesehen, das war das zweite Video vor hier diesem. Wir werden heute eine coole Tischplatte bauen und da nehme ich dich mal mit. Viel Spaß. So, die Bohlen haben wir jetzt hier oben und ich gebe euch jetzt einfach mal ein paar Maße, damit ihr wisst, wie groß dieser Schreibtisch später sein soll oder wird. Also, die Bohlen hier sind ca. 1,65 m bis 1,72 m lang. So lang habe ich sie zugeschnitten. Also, der eine war schon so kurz oder lang. Genau. Ich werde hier die Bohle einmal in zwei teilen, damit ich sie verschieden zusammenleimen kann, damit sie sich nicht wirft. Und ich werde es auch hier einmal auftrennen. Ich will nicht so eine mega dicke Platte haben, weil die wird unnötig schwer. Will ich nicht haben. Das heißt runtergebrochen. Die Arbeitsschritte, die wir gleich machen werden, als erstes so auftrennen, dann hobeln, damit es plan ist, dann nochmal auftrennen, das sind so die Schritte. Wir haben hier einen Defekt, der ist aber nicht so schlimm, wenn man den nach hinten verschiebt, dann wird der auch nicht stören. Einen Defekt habe ich eben im Garten aber nicht gesehen, ich sehe ihn gerade auch nicht. Wir haben hier einen Längsriss, da muss ich mal schauen, wie viel man davon benutzen kann. Komm, jetzt zeige ich es dir aber auch genau, hier dieser Knackser, den meine ich. Müssen wir mal schauen. Ich merke echt extrem, dass ich schon lange nicht mehr in der Werkstatt war. Ich knall mir überall die Hände auf, weil ich im Vorbeigehen dran hängen bleib. Autschi, autschi, autschi. Boah Leute, ich glaube, das wird hier gleich noch übelst runter machen. Da seht ihr nochmal das Problem von der Mini-Werkstatt. Ich muss dann hier die ganzen Sachen, Motorsäge und eine Bohle, wo noch draußen liegt, dann in meine Werkstatt reinschmeißen, damit es nicht patschnass wird. Ich könnte ja kurz mal drauf eingehen, warum ich die Abrichte eigentlich nie als Abrichte, also die Abrichte und Dicken-Kombi, nie als Abrichte benutze. Ich gehe davon aus, dass hier die Abrichte krass verstellt ist, als ich sie hier reingetragen habe. Musste ich ja hier dieses komplette Teil oben auseinanderbauen, dann ist halt die Feineinstellung wahrscheinlich futsch gewesen. Dazu ist noch einmal hier diese, ja, dieser Bolzen ist abgerissen, da habe ich Ersatz bekommen. Da ist das Gewinde hier oben abgeschert, hier oben direkt drinnen. Und da habe ich das halt notdürftig nochmal nachgestellt. Aber die Abrichte funktioniert einfach nicht gut, ihr hobelt immer eine Rundung. Oder wenn ihr vorne zu viel abholt, holt ihr hinten gar nichts mehr ab. Ich will mir vielleicht immer mal einen Experten dazu holen, aber nicht mehr in der Werkstatt. Und der soll mir dann mal zeigen, wie man die richtig gut einstellen kann. Aber was kann man tun, wenn man zum Beispiel auch nur eine dicke Hobelmaschine hat oder halt ihr auch dieselben Probleme mit der Abrichte habt? Eine Möglichkeit, ihr könnt einfach hier diese Bretter relativ oft unten durchschieben, hobelt immer eine Kleinigkeit ab, dreht die Balken dann oder die Bretter nach jedem Gang und dann könnt ihr diese Unebenheiten mit jedem Gang so ein bisschen raushobeln. Natürlich ist das keine Abrichte, das ersetzt das auch nicht, aber am Schluss, wenn man es dann geschliffen hat, sieht man eigentlich fast keine Unebenheiten mehr. Natürlich muss man die Bretter noch zusammenleimen und das funktioniert ja natürlich noch gar nicht, weil hier diese Seiten sind auch noch nicht plan und haben auch noch keine 90 Grad Kante, denn die Seiten werde ich auf jeden Fall hobeln. Die müssen wir uns jetzt erst machen. Wie machen wir das? Auch eigentlich relativ einfach. Wir schneiden einfach so 1,2 mm auf der einen Seite am Anschlag runter und dadurch, dass unsere Kreissäge dann 90 Grad Schnitt macht, können wir die Seite dann wieder auf den Fuß von der Dingenhobelmaschine stellen und haben dann oben 90 Grad und die Oberfläche ist auch gehobelt. Wenn das jetzt Sinn ergibt. So, ihr könnt sehen, ich habe das jetzt mal bei allen gemacht und natürlich muss ich sagen, das ist nicht perfekt. Das ersetzt natürlich keine Hobelmaschine bzw. Abrichter, aber ihr seht, die Fuge ist schon mal schön. Es ist auch einigermaßen 90 Grad, das werden wir später beim Verleimen sehen, wie gut es dann funktioniert, weil es war halt eben nicht perfekt in 90 Grad.
Jetzt können wir sie auftrennen und dann auf die fast endliche Dicke hobeln. Weil ich jetzt diese ganzen Bretter hier längs der Reihe nach auftrennen möchte und es relativ viel ist, will ich meine Finger ein bisschen vom Sägeblatt wegholen. Da habe ich hier diese tolle Antrittvorrichtung. Die habe ich mir mal selbst gebaut. Da muss ich jetzt einfach gleich das Brett hier einlegen und dann habe ich eine schöne Antrittfeder, die quasi meine Hand in dieser Richtung ersetzt. Ich muss ja sagen, wenn ich solche Schnitte mache, die gehen ja relativ krass aufs Material, beziehungsweise da musste die Säge jetzt echt schon ziemlich gut arbeiten, weil ich habe da jetzt 8 cm hohe Eichenbalken aufgetrennt, die dann teilweise auch ein bisschen verdreht waren. Das sieht man auch hier in den Brandspuren. Und wenn ich sowas mache, bin ich immer so ein bisschen übervorsichtig oder sehr, sehr vorsichtig, weil ich habe immer ein bisschen Panik, dass irgendwie ein Stück Holz anfangen tut zu glimmen in der Säge unten und es dann 3 Stunden später anfangen tut zu brennen. Das bedeutet, wenn ich so Schnitte mache, plane ich das eigentlich immer so ein bisschen ein, dass ich mindestens mal noch 1-2 Stunden in der Werkstatt bin und was arbeite. Wie ist denn das bei euch? Ich habe da echt mega Schiss, seitdem da direkt das Haus daneben abgebrannt ist vor 2 Jahren. So, und die Tischplatte ist ausgelegt. Ich finde sie richtig, richtig schön. Ich bin gespannt, wenn es finished drauf ist, wie es dann aussieht. Eine kleine Besonderheit, die ich hier kurz noch anmerken will, ist, wir haben ja eben dickere Hölzer runtergeschnitten und die waren quasi so zusammen. Ich empfehle sie euch dann so zu öffnen, weil dann habt ihr so ein Spiegelfurnier oder Spiegelholzanordnung, wie man es nennen möchte. Wenn man hier dann genau sieht, sieht man, dass hier diese ganzen Hölzer gespiegelt sind und das gibt dem Bild von der Platte eine richtig schöne Optik. Und da werde ich jetzt überall Lamellos reinjagen, denn die sind teilweise ein bisschen winsch. Und hier liegt sie nicht perfekt an. Da will ich mit Lamellos einfach ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Deadcon mal trocknen. Der ist tot. Ist jetzt die Frage, ob es nur die Kohlebürsten sind oder ob er einfach durch ist. Weil ich habe den seitdem ich 14 bin. Das heißt, ich glaube, ich habe das Teil 8 Jahre. 8, 9 Jahre habe ich den bestimmt. Den habe ich damals zu Weihnachten bekommen. Kohlebürste gibt es im Baumarkt nicht. Das heißt, ich gehe mir jetzt einen neuen Bandschleifer kaufen. Den da geholt. Der ist ein bisschen teurer als die Stufe günstiger, das heißt 30 Euro teurer. Wobei ich euch ehrlich gesagt sagen muss, ich habe, als ich die Maschinen gesehen habe, keinen Unterschied gesehen. Keine Ahnung, dieselbe Bandlänge, selber Korpus, selber Absaug, also selber Staubsack. Sogar zu dieser blauen Variante habe ich keinen Unterschied wirklich gesehen. Also bei der blauen wird es wahrscheinlich ein bisschen hochwertiger bei der Verarbeitung sein oder bei den Materialien. Aber so bei den grünen da, keine Ahnung. Packen wir das Ding mal schnell aus, damit wir den Kack-Schreibtisch mal fertig bekommen. Plastik, Plastik, Plastik. Gut, jetzt können wir weitermachen. Lecco mio. Hübsch hier taub. Boah, der ist echt besser als der alte. Boah, leck mich am Arsch. Okay, Leute, eine Sache würde ich nicht mehr so machen. Ich würde nicht jedes einzelne Brett einzeln zusammenleimen und dann das runterschleifen. Ich würde euch empfehlen, leimt euch immer so 3 Bretter zusammen und hobelt die erst, weil dann müsst ihr das Gehobelte mal nicht mehr schleifen. Ich habe heute schon 4 Stunden geschliffen. Aber die Tischplatte ist jetzt zum 3. Mal verleimt. Das heißt, hier in der Mitte, das ist die letzte Leimfuge, das lassen wir jetzt trocknen und vielleicht kann ich es dann morgen, wenn ich es dann komplett fertig geschliffen habe, schon auf das Gestell schrauben. Schön wär's. Hier ein Überblick vom Chaos, das ich angerichtet habe. Hier, das ist entstanden, die Linse ist sogar sauber. Das hier ist entstanden, als ich mal hier die Lamellos die Löcher gefräst habe. Der Boden ist halt auch komplett voll, das ist alles Schleifmaterial. Ja, aber zum Glück sind wir jetzt fertig. So, Tag 2 vom Schreibtischprojekt geht weiter. Heute werden wir das ganze Ding ausspannen.
schleifen und auf die Endmaße zuschneiden. So, ich habe den Tisch jetzt mal auf die finale Länge abgeschnitten, aber wir haben eine kleine Grundproblematik. Als ich das Ganze mich verleimt habe, war nämlich eine Seite hier vorne ein bisschen rund. Ich habe jetzt mal das Gestell hier so vorgetäuscht und habe halt einfach geschaut, okay, reicht das hier, so breitet mich das Gestell vom Schreibtisch, dass die Platte später gerade ist. Und das reicht leider nicht, denn hier vorne geht es leider runter, also ich liege gerade auch auf dem Kopf. Deswegen werde ich da jetzt ein Stück Metall dran schrauben. Keine Panik, ich werde die Löcher übergroß vorbohren, damit das Holz auch arbeiten kann. Ich wollte dafür eigentlich Flachstahl holen, dafür habe ich leider nicht mehr genug. Und aus dem Grund werde ich jetzt L-Profile holen. Gerade aus dem Grund, ich war mal ein bisschen unsicher, ob das vielleicht ein bisschen blöd aussieht. Aber ich denke, das könnte ganz cool werden, weil man dann einfach auch einen Magnetspot hat, wo man dann später an der Seite etwas mit Magneten festmachen kann. Das hier. So, ich habe die Tischplatte jetzt auf der Unterseite bis zur Körnung 180 geschliffen und außerdem habe ich mir hier noch diese Winkelprofile, die habe ich jetzt hier aufgeschraubt und natürlich bewegt sich das Holz, wenn es zum Beispiel Winter wird, dann wird es ein bisschen größer. Dafür habe ich hier unten die Löcher ein gutes Stück größer gemacht, damit hier das Holz auf jeden Fall ein bisschen arbeiten kann. Da werde ich ja sehen, wie gut das klappt. Die Platte ist auf jeden Fall jetzt schön gerade, sieht super aus und jetzt machen wir hier mal als Finish drauf. Was ihr hier schon auch direkt sehen könnt, ist, dass ich den Tisch direkt in die Sonne gestellt habe, damit das Finish jetzt schön schmelzen kann. Weil es hier auch so eine große Platte ist, hole ich mir jetzt einfach relativ viel Finish und trage das hier schön dick auf und werde es dann später auch mit einer Poliermaschine nochmal abziehen, damit das schön nochmal poliert ist. Das ist mein selbstgemachtes Finish, das findet ihr mittlerweile auch auf Amazon und auf meinem eigenen Shop. Das ist jetzt wahrscheinlich nochmal vorrätig, beziehungsweise hält sich auf meinem Shop. Ich weiß nicht genau, wann das Video herauskommt. Auf jeden Fall, genau, ist das von mir, das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr seht, die Unterseite ist eingepinselt mit dem Zeug. Das lasse ich jetzt einfach ein bisschen in der Sonne stehen und werde es später abziehen und dann, wie gesagt, noch einpolieren, das seht ihr aber gleich. Ich bin ein bisschen blöd. Ich habe jetzt doch vergessen, das Polieren zu zeigen. Ich zeige da aber gerade kurz, mit welcher Maschine ich das gemacht habe und mit welchem Polieraufsatz. Ich habe hier einfach vom Pero, der hat mir damals mal eine Turbine zugesendet und der hat das hier als Füllmaterial geholt. Das sind solche Filterfließmatten und die kann man einfach hier auf Poliermaschinen drauf machen und dann habe ich einfach das Ganze damit poliert. Der Vorteil ist einfach, dass das Ganze noch einmal erhitzt wird, es besser einziehen kann und der Überschuss dann auch noch mal ein bisschen abgetragen wird. Also mega, mega cool. Man konnte das auch erkennen. Also es ist halt blöd, dass ich das jetzt nicht gefilmt habe. Man konnte halt erkennen, dass hier diese Oberfläche wirklich schön matt ist. Im Vergleich dazu war halt hier die Oberfläche vor der Bearbeitung noch so ein bisschen glänzend. Und das hier ist echt klasse. Ein Vorteil hat das auch übrigens noch. Ich habe das jetzt extra, wie gesagt, in der Sonne gemacht, damit das schön einziehen kann und es flüssig wird. Wenn man jetzt so frisch drüber geht, direkt nach dem Polieren, denkt man eigentlich noch, dass das flüssig wäre. Aber das Coole ist, durch das Einpolieren, hier seht ihr das Papier, und man geht so über die Oberfläche drüber, dass da nichts mehr abgeht. Das ist jetzt speziell sehr gut, weil wir es jetzt mit meinem Bus in die Wohnung tragen. Los, trag! Wir tragen das Gerümpel jetzt mal ins Büro. Ja. Dafür, dass es so warm heute ist. Spul auch einiges dafür. So, ich habe sie extra hochgeholt, damit sie so hochheben kann. Ja, aber wie soll ich denn da? Alter, ich denke dich noch mal ein bisschen an hier. Es geht hier um die Hebearbeit. Ja, und du hast eben dran. Und dort rufst du, ne?
das passt sogar. Boah, ist der fett. Boah, ist der cool. Sieht echt geil aus. Du musst steuern, du gehst da hin. Du musst steuern. 200 Gramm. Das hier. Leider. Guck mal, wie die Sonne scheint. Ja, aber wenn die Sonne zu stark scheint. Die scheint immer so. Das ist doch jetzt kacke, Alter. Jetzt mach ich jetzt mein Plan nicht kaputt. Das ist doch scheiße. Problem gelöst. Das ist auch nicht so geil, ne? Und das ist voll viel zu klein dafür. Ich glaube, ich mach's Büro ins Wohnzimmer. Nee. Dann gibt das hier ins Wohnzimmer. Nee. Auf keinen Fall. Dann mach ich nämlich noch mehr Scheiße. Ja, guck mal, hier ist viel besser. Dann ballert mir nicht die Säule zu wenig. Da scheint morgens die Säule. Nein, morgens. Bis um zwei. Oh, Alter. So, wir haben es jetzt doch noch am Schluss hinbekommen, den Schreibtisch irgendwo hinzustellen. Ich mach mal auf, damit ihr mehr seht. Der Schreibtisch steht jetzt hier, doch nicht da, wo ich es vorher geplant habe. Hier ist halt einfach besser, wenn die Sonne auf dem Bildschirm strahlt, sehe ich immer noch das, was auf dem Bildschirm abgebildet wird. Das Problem jetzt für mich persönlich ist nur, wenn ich mich hier hinsetze oder wenn ich mich hier hinstelle, ist, dass ich dieses ganze Chaos sehe. Das heißt, ich werde in Zukunft noch ganz viele Organisationsprojekte machen. Die werden bestimmt ganz schön interessant, aber die Aussicht ist trotzdem mega, mega cool. So, jetzt noch eine kurze Beschreibung hier von dem Schreibtisch. Es ist ja ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Jetzt sitze ich gerade dran, wie man unschwer erkennen kann. Das kann man jetzt speichern. Menü oder keine Ahnung, hier 1. Wenn ich jetzt hier hochfahre und auf 1 drücke, dann fährt er auf die gespeicherte Höhe. Ich glaube, das hier war noch eine höhere Haltung. Dann kann ich noch eine zweite Haltung machen, wenn ich dran stehe. Und so kann ich dann im Stehen hier am Schreibtisch arbeiten. Ich denke, das ist auch ganz cool. Ich glaube, die Höhe sollte wahrscheinlich irgendwo hier beim Ellenbogen liegen. Oder wie hoch soll so ein Schreibtisch sein? Dann gilt hier auch wieder dasselbe. Manuell holen wir uns den Platz hier. Dann kann ich einfach auf 1 stellen, wenn ich auf 1 möchte. Und da gibt es noch ein cooles Feature. Dann warten wir mal kurz, bis das Ding runtergefahren ist. Übrigens hier das Kabelmanagement werde ich auch auf jeden Fall machen, weil ich raste aus, wenn das unordentlich ist. Dann gibt es jetzt hier noch eine Automatik. Automatik on. Das sind Minuten. Da kann man halt hochstellen bis, ich glaube, 99 Minuten. Genau. Und jetzt sieht man hier an dem Teil hier, dass der Counter runterläuft. Und dann sieht er gleich... Dann seht ihr gleich, was passiert. Jetzt ist es so, wenn ihr den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, dann verliert man manchmal vielleicht aus dem Blick, wie lange man schon sitzt oder wie lange man schon steht. Und dafür ist dieser Timer, das ist jetzt ein 1-Minuten-Timer und der fängt gleich an zu piepsen. Und dann könntet ihr halt einfach, wenn ihr dran arbeitet, direkt auf eine Höhe stellen, dass ihr dann direkt einfach umstellt, okay, bam, ihr seid jetzt im Stehmodus und dann nach 30 Minuten piepst das Ding wieder und ihr könnt euch wieder setzen. Ich denke, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt warten wir noch kurz, bis das Ding piepst. Jetzt piepst das Ding. Nehmen wir mal an, wir arbeiten jetzt. Jetzt stellen wir einfach auf die Nummer 2 um. Stellen uns dann gleich. Dann stellen wir uns hier hin und können dann einfach ganz normal weiterarbeiten im Stehmodus. Also das hier mit dem Schreibtisch ist ein wirklicher Luxus. Das ist so, so gut. Gerade wenn man vielleicht Buchhaltungsarbeiten übernimmt, dann ist es einfach besser, wenn man das im Stehen tut, macht das am PC, geht dann zum Drucker, macht das am PC. Das ist halt besser, wie als wenn man sich die ganze Zeit setzt. Und ansonsten soll es das mit dem Video hier gewesen sein. Ich glaube, das ist ziemlich lange geworden. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Ohne deine Kommentare funktioniert das Ganze hier nicht, ohne deine Bewertung oder deinen Videoaufruf. Und daher freue ich mich da immer, immer wieder, deine Kommentare zu lesen. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye, bye.